So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. So, wir sind jetzt hier immer noch in der Nebenaufgabe, aber ich wollte erst hier in diese Krypta, weil da waren wir auch noch nicht. Das haben wir uns anscheinend schon angeschaut und hier steht die Oma. Komm und sieh dir meine Ware an. Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Okay, da haben wir, was sind das? Muni, Pfeile und Spinne. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Nein, ich brauche nichts. Okay. Da brauche ich sonst nichts. Ah ja, ich weiß. Da musste man mit der Pumpi hinten aufschießen. Ach, echt jetzt? Das ist schon die Krypta. Okay. Das war ja easy. Kondorkutte. Mhm. Na gut. Dann können wir gleich mal gucken, was die so Schönes bewirkt. Konzentrationszeit. Naja, das brauche ich eigentlich weniger, ne? Wahrnehmung. Ach komm, wir ziehen die mal an, dass sie mal angezogen ist. Hat ein bisschen was von Assassin's Creed mit der Kapuze. So, jetzt wollen wir die Nebenaufgabe beenden. So, wir müssen zu Abby. Ich hatte gehofft, Abigail wäre bei dir. Sie ist unterwegs. Hallo, Tante. Oh, es ist so lange her. Lass dich ansehen. Immer noch die kurzen Haare. Tante, wir haben was auf Omas Karte gefunden. Deine Frisur könnte übrigens auch besser sein, wenn ich mir das so ansehe. Ihr seht aus wie Jungs auf der Jagd nach... Tante, bitte. Warum wollte Oma, dass ich die Karte kriege? Ich hab's verdient. Erinnerst du dich an die Geschichten deiner Oma, als du noch ein Kind warst? Über einen geheimen, magischen Ort, den deine Vorfahren gebaut haben. Ja, aber ich wurde groß und sie alt. Und es ist nichts Magisches passiert. Aber sie hat ihr Versprechen nicht vergessen. Du hältst es in der Hand. Warum jetzt? Ich bin nur die Wächterin der Karte. Ihren Zweck zu entdecken, ist deine Aufgabe. Abby, ich bin sicher, was auch auf der Karte ist, es führt zu dem versteckten Ort und deinen Antworten. Hoffentlich. Na gut, sehen wir es uns an. Ben.
Wenn wir eins der Fragmente auf die Karte legen, wo wir es gefunden haben, so... Das ist das Chakana, das Inka-Kreuz. Es steht für die drei Ebenen der Existenz. Die obere Welt, die Mittelwelt, das ist unsere, und die Unterwelt. Es steht auch für alles, was uns menschlich macht. Die Fähigkeit zu lieben, zu handeln, Weisheit zu erlangen. Aber wenn ich mich recht erinnere, repräsentiert das Zentrum des Chakana Cusco, die Hauptstadt des Inka-Reichs. Im Kontext der Karte sind wir davon hunderte von Meilen entfernt. Es gibt viele Interpretationen des Chakana. Cusco, ein Portal von einer Welt in die nächste. Man nennt es auch das Auge Gottes. Ein Wächter, der uns alle schützt. Und wonach suchen wir dann? Das muss doch irgendwo hinführen, oder? Sehen wir es uns näher an. Da muss etwas sein, das wir übersehen. Irgendwas. Da. Ich dachte zuerst, es sei ein kleiner Fleck, aber in diesem Licht, es sieht aus wie eine Maya-Hieroglyphe. Maya? Das ergibt keinen Sinn. Wir sind Inkas. Was bedeutet sie? Hail. Das bedeutet Wahrheit. Wahrheit? Worüber? Ich weiß es nicht. Sagt dir dieser Ort auf der Karte irgendwas? Oma und ich saßen dort, wenn sie mir Geschichten über den versteckten Ort erzählte. Vielleicht findest du dort deine Antworten. Bist du bereit? Behalte die Karte. Wir treffen uns dort. Okidoki, Nebenaufgabe ist wohl noch nicht vorbei. So, wo müssen wir denn hin? Die kommen mir bekannt vor. Aber erkennen werde ich erst etwas, wenn ich alle zusammensetze. Warum sehe ich jetzt hier wieder diese Teile? Die habe ich mir doch schon angeguckt. Ach, das ist wahrscheinlich das Stück, was Abby gefunden hat, ne? Okay. Wir zoomen mal ein bisschen. Vielleicht zieht es dann eher. Ach ja. Nope. Tut sich gar nichts. Wir sehen aus wie ein Gesicht. Hallo. Ach ja, ich liebe es. Okay, scheiß drauf. So, wo müssen wir denn hin? Hier ist nichts eingezeichnet. Tja, das ist doof. Ich dachte zuerst, das sei ein kleiner Fleck, aber in diesem Licht, es sieht aus wie eine Maya-Hieroglyphe. Sie bedeutet Wahrheit. Okay, ich komme nicht raus.
Okay, irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht. Ich mache nämlich gerade gar nichts und das Ding dreht sich. Grab finden, okay. Ich muss mal kurz hier einmal kurz verbinden. So. Jetzt. Vielleicht war ich außer Reichweite oder so. Ich weiß es nicht. Grab finden. Ja. Wo? Also hier gehe ich auf keinen Fall wieder rein, weil das ist ein Nest von Piranhas. Ich habe da bestimmt eine Stunde gebraucht, um da wieder rauszukommen. Bis ich mal gecheckt habe, dass es da einen kleinen Weg gibt, den man schwimmen kann. So. Also ich weiß leider überhaupt nicht, wo ich hin muss, ne? Muss ich vielleicht mit jemand quatschen? Vielleicht mit der Oma nochmal. Achte bitte auf Abigail. Schütze sie. Wir dürfen sie nicht verlieren. Okay. Aber ich weiß immer noch nicht, wohin ich muss. Jetzt ist es eingezeichnet. Okay. Komme ich hier durch? Nee. Muss ich da lang? Okay, Sie sind dabei, dieses Grab zu betreten. Ihr Fortschritt wird gespeichert. Möchten Sie fortfinden? Ja, natürlich möchte ich. Aber ich verstehe nicht, warum da extra Ladebildschirme kommen. Sind denn das jetzt schon irgendwie DLCs? Vielleicht ist es ein DLC und ich check's nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir machen es einfach mal. Wie gesagt, ich will eigentlich auch erst die Nebenmissionen so gut wie es geht erledigen und dann zum Ende kommen, weil wir haben ja vor ein paar Teilen gesehen, dass wenn ich jetzt mit Ätzli rede, dass es kein Zurück mehr gibt und ich kann nichts mehr tun. Deswegen will ich eigentlich schon noch ein paar Dinge hier sammeln und Nebenaufgaben machen. Okay. Gucken wir mal auf die Map. Ich kann links rum und rechts rum. Das ist die Frage. Wo lang soll es gehen? Ich gehe mal hier lang. Abby, bleib am Funkgerät. Ich melde mich, wenn ich was finde. Klingt gut. Sei vorsichtig da drin. Verlass dich drauf. Okay, Schlange. Riesenschlange. Das ist definitiv Maya-Architektur. Merkwürdig.
Warum wollte meine Oma, dass ich von diesem Ort erfahre? Ja, ich vermute mal, weil ihr keine Inka seid, sondern vielleicht Maya. Und das sind eure Vorfahren gewesen oder was weiß ich ja. Was muss ich denn hier machen? Okay. Okay, ich muss mich bestimmt irgendwie da festhalten, oder? Okay, abschießen kann ich nichts. Ach, Moment, da kann ich am Pfeil drauf schießen. Okay. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Was siehst du? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist eine riesige Schmiede. Aber in der Größe? Was schmiedet man, wenn man dafür eine derartige Hitze braucht? Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein kann. Okay. Jetzt wissen wir auch, hundertprozentig ist es ein DLC. Die Schmiede. Dieser Ort ist eine alte Schmiede. Was wurde hier hergestellt? Hoffentlich eine geile Superwaffe. So. Was passiert, wenn ich hier... Okay. Hierüber oder darüber? Shit. Okay, irgendwas kann man auch mit dem Schlangenkopf machen. Aber was? Unterwegs. Ich denke mal, dass ich da drüben abspringen muss. Oh oh. Ach nee, ich muss da drüben hin. Ah, okay, ich verstehe. Ich hab's gesehen. Okay. Shit. Das war doof. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Was siehst du? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist eine riesige Schmiede. Aber in der Größe...
Was schmiedet man, wenn man dafür eine derartige Hitze braucht? Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein kann. Okay, da muss ich mich wohl hier wieder dranhängen. Eine schwere Kletterpartie. Hier stehen Statuen. Große Gesichter. In einem Kreis um die zentrale Säule arrangiert. Sie scheinen sie zu bewachen. Aber worüber wachen sie da? Du siehst Dinge, die ich nicht sehe. Ich wünschte fast, ich wäre mitgekommen. Tja, jetzt ist die Frage. Na, da runter würde ich mal lieber nicht gehen. Auf jeden Fall noch eine Schlange, die dieses explosive Zeug sprüht. Das ist nur die Frage, soll ich es machen, während ich draufstehe oder nicht? Es passiert nichts, oder? Ist irgendwas passiert? Okay. Ah ja. Ich verstehe. Bleibt das jetzt so? Nee, bleibt nicht so. Ach, das habe ich mir doch gedacht. Shit. Hatte entweder schlimme Kopfschmerzen oder ist nie von hier weggekommen. Moment, da ist getrocknetes Blut. Okay, da haben wir einen Hebel, da haben wir noch was zum Einsammeln. Geht's da noch hoch? Ja. Gucken wir uns erstmal um. Ich ziehe erstmal am Hebel, würde ich sagen.
Oder drücke ihn, besser gesagt. Das Gas ist an. Okay. Okay. Kann ich mich jetzt da irgendwie dranhängen, oder? Tja, das ist die Frage. Schwingen oder einfach nur dranhängen? Na, so war das nicht richtig. Okay. Ich muss jetzt echt hier unten wieder anfangen. Echt jetzt? Oh Gott. Okay, was passiert, wenn ich hier... Das Gas ist an. Nee, ist es nicht. Wo ist Gas an? Okay, ich war wahrscheinlich zu langsam. Ja, natürlich. Klar war ich zu lahmarschig. Boah, das war knapp. Okay, also, ich muss... das in einem Rutsch wahrscheinlich machen. Probieren wir das. Okay, und jetzt? Was jetzt? Hier. Oh nein! Oh, wie mies. Wie mies ist denn das? Ach, das war ja voll mies. Echt, ohne Scheiß. Moment, ich mach's von der Seite. Nee, ist es nicht. Oh, Mann. Okay. Okay, komme ich hier nicht raus? Oh. Nee, na super. Spitzenmäßig. Hier auch nicht. Und nu? Jetzt bin ich ja gefangen. Nee, ich kann hier runterhopsen. Gott sei Dank. Okay. Was ist denn hier drüben noch? Ist hier noch irgendwas versteckt? Versteckelt? Was ist denn hier oben noch? Hier muss ich dann wahrscheinlich rüberhopfen. Als nächstes. Okay, machen wir das. Das Gas ist an.
Wie komme ich denn da jetzt bitte schon rüber? Okay. Nee. So nicht. Ach, hier ist jetzt offen. Ah, okay. Nee, so auch nicht. Wo geht's denn eigentlich hier noch hoch? Da ist doch hier noch was. Oder? Da war da was. Hier. Probieren wir das mal. Hier rüber springen? Nein, kann ich auch nicht. Oh, ich sehe es schon kommen. Wir werden hier oft sterben. Okay. One more time. Ach, guck mal, hier sind ja drei. Hä? Hä? Mann, da gerade eben auch schon drei. Wieso sind hier drei? Ich hab irgendwas verpasst. So wird das auch nichts. What? Thank you.
Ich habe kein Feuer mehr. Scheiße. Shit. Echt jetzt? Okay. Jetzt probier es mal noch anders. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich mich an diesen Klotz hängen muss, aber irgendwie komme ich da nicht gescheit dran. Ich check's nicht, ich check's nicht. Kann mich nicht dranhängen. Das funktioniert nicht. Der ist zu weit weg. Okay. Okay, wir gucken uns das jetzt nochmal in Ruhe an. So. Also, wenn ich die Schlange hier benutze, dann geht es eine Stufe nach oben. War ich ja schon. Ich muss da rein. Vielleicht? Das kann natürlich sein. Bin das mal. Dass ich da unten rein muss. Na, ah, super. Ich kann aber nicht springen. Okay. Okay. Ich bin zumindest mal drin. Hier ist ein Hebel. Das Gas ist dran. Okay. Hier geht's auch noch lang. Kann man großartig nichts machen. Okay, hier könnte man theoretisch drauf springen, ne? Probier das mal an. Sehr gut. Ja. Okay. Okay. Liebe Abigail, es wird Zeit, dass du die Wahrheit über deine Vergangenheit und deine Verantwortung in der Zukunft erfährst. Du bist eine Wächterin, Abigail. Genau wie ich. Und wie meine Mutter vor mir und ihre Mutter vor ihr und so weiter und so fort. Bis zurück in die Zeit von Königin Abarani, der Mutter der Vielzahl. Vor Jahrhunderten führte sie mein Volk aus dem trockenen Tod der großen Dürre in Guatemala in die Sicherheit dieses Tals. Auf ihrem Totenbett wählte sie eine Wächterin aus ihrer Linie und die Pflichten der Mutter wurden weitergegeben, bis sie schließlich bei mir landeten. Und jetzt, bei meinem Tod, meine süße Abigail, übertrage ich dir die Pflicht der Wächterin. Du weißt bereits, was du zu tun hast. Du tust es schon dein ganzes Leben. Du bist jetzt die Mutter der Vielzahl. Bewahre unsere Geschichte gut. Abby, ich habe hier das Tagebuch deiner Großmutter. Es ist an dich gerichtet. Du solltest es selbst lesen. Es ist aber ziemlich heftig. Du kannst mich nicht so hängen lassen. Weiter, was steht drin? Die Kurzversion? Du bist eine Nachfahrin der Maya-Königin Abarani, großmütterlicherseits.
Du bist die letzte einer langen Reihe von Beschützern, die... Was? Königin Abarani? Oma ist mit einer Maya-Königin verwandt? Moment, ich bin mit einer Maya-Königin verwandt? Ja, du bist eine Wächterin, sagt zumindest deine Großmutter. Steht alles hier. Was bedeutet das? Ich bin nicht mal eine Maya, ich... Dieser Tag wird mir echt zu viel. Pilar hat einiges zu erklären. Abby, ich habe ein Wandbild gefunden, das eine große Reise zeigt. Eine Maya-Königin führt Tausende ihres... Es zeigt eine lange Reise nach Süden, von Mexiko nach Peru. Tausende folgen ihrer Königin, um einer großen Dürre zu entgehen. Volkes von Mexiko nach Peru. Warum hat sie hierher geführt? Es gibt viele Theorien, was mit den Maya passiert ist. Die üblichen Verdächtigen sind Invasion, Bürgerkrieg, Abbruch der Handelsrouten. Aber eine andere wird immer populärer. Dass die Maya-Zivilisation letztlich einem starken Klimawandel zum Opfer fiel. Wahrscheinlich hat sie aus jahrzehntelanger Dürre herausgeführt. Wo sind sie dann alle hin? Okay, wenn ich mich jetzt darüber schwinge, bin ich am Arsch, oder? Auf jeden Fall. Aber vielleicht kann ich von hier aus... What? Echt jetzt? Oh Mann. Das darf wohl nicht wahr sein. Ich habe gar nicht gesehen, dass das scheiß Ding runterging. Okay, das Bild hat es mir jetzt genommen, ja? Okay. Gut. Okay. Dann schieße ich jetzt hier drauf. Zack. Oh nee. Okay, das stimmt so nicht. Jetzt bin ich schon wieder hier unten. Das ist doch scheiße. Das Gas ist dran.
Komm schon. Gibt's doch nicht. Okay. Dann. Jetzt habe ich's. Komm, geh an. Geh an. Wo muss ich hin? Darüber wahrscheinlich, ne? Oh. Und nu? Häng ich. Also irgendwie... Irgendwas stimmt mit meiner Steuerung nicht. Irgendwas stimmt mit meiner Steuerung nicht. Oh Mann. Sorry, aber ich muss ganz kurz mal... Vielleicht nehme ich es mal an den Strom. Moment, ich habe das Kabel direkt neben mir. So, in der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Okay, hier war ich ja schon, ne? Super. Und jetzt? Jetzt bin ich überhaupt nicht schlauer, ne? Muss jetzt da in die Mitte vielleicht rein? Ich probier's einfach mal. Nee, muss ich nicht. Scheiße. Oh Mann. Okay. Okay, okay. So. Einmal hier unten. Ach nee, das ist ja schon oben, ich Idiot. Oh Mann. Es ist nur die Frage, wo ich hin muss. Geht's hier irgendwo rein? Kann ich mich irgendwo festhalten? Also hier ist wahrscheinlich falsch, da war ich ja gerade. Ich muss vielleicht... Ah, guck mal, hier geht's rein. Ah, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Langsamer kannst du nicht krabbeln, oder? Also echt jetzt. Okay. Dranhängen. Schießen. Rüber. Hier ist ein Sarkophag. Er ist wunderschön. Eindeutig königlich. Ein Sarkophag? Wie ein Sarg? Genau wie ein Sarg. Ich dachte, es wäre eine Schmiede. Wer auch immer hier begraben liegt, stand eng mit diesem Ort und seinem Zweck in Verbindung.
Granaten. Sehr gut. Schmiede des Schicksals abgeschlossen. Sehr gut. Und ich komme automatisch raus. Das finde ich auch gut. Wenn ich jetzt hier noch den ganzen Weg zurück hätte gehen müssen, na dann gute Nacht. Nee, so ist schon richtig nice. Cool, dann haben wir die Schmiede geschafft. Und wir haben Granaten bekommen. Ein Granatwerfer. Sehr nice. Das finde ich nice. So, da wird jetzt, denke ich mal, noch ein bisschen Palaver kommen hier mit Abigail und dann ist die Nebenquest abgeschlossen. Dann gucken wir mal. In dem einen Dorf war noch eine, die habe ich nicht zu Ende gemacht. Die muss ich auch noch machen. Bei Titi, ich weiß nicht, ob da noch Nebenaufgaben waren. Ich glaube aber nicht. Muss ich mal schauen. Leider kann ich mir diese Dorfnamen hier nicht so wirklich merken. So. Steht hier Abigail rum? Nö. Ach, guck mal. Hier ist jetzt alles eingestürzt. Alles klar. Vielleicht hat ja die Granny was noch für mich jetzt. Wonach suchst du? Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Okay, also Granaten kann man bei der nicht kaufen. Viel Glück, Lara. Dankeschön. Granny. So. Ich gehe mal kurz ans Lagerfeuer. Vier Fähigkeitspunkte haben wir. Gut. Das ist ja nice. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Effekte Ausdauer halten länger. Das ist nicht so wichtig. Konzentration halten länger. Konzentration ermöglichte Verlängerung. Okay. Giftgranaten her. Töten sie Feinde und vernebeln sie das Sichtfeld. Das hört sich ganz gut an. Erschütterungspatronen. Betäubt Gegner kurzzeitig, hilft ihnen, sich zu verstecken. Leuchtmunition und Erschütterungspatronen. Betäuben Feinde länger. Erhöht Chance auf seltene Tiere. Kaufen Munition. Größere Kapazität. Und was haben wir hier? Okay, also ich glaube, ich mache jetzt erstmal das, weil das nur zwei braucht. Wie viel war denn das hier? Drei Fähigkeitspunkte. Okay, dann lassen wir... Ah, nee, halt. Ich wollte noch nach dem Granatwerfer gucken. Ob wir den gleich hier ein bisschen... War's der? Nee. War's der nicht? Wo ist er denn? War's das? Nee. Hä? Welche war's denn? Also das sieht mir doch schon aus wie so eine Bleivergiftung. Granatwerfer, ja doch, dann ist es doch der. Okay, wir gucken, was wir leveln können. Thank you.
Okay, ich denke, das war's. Hier haben wir auch nichts mehr, ne? Ne, sieht nicht danach aus. Okay. Okay, dann gucken wir mal, dass wir zu Abigail huschen. Ich vermute mal, dass sie wieder bei ihrer Tante ist. Deswegen gucke ich erst gar nicht auf die Map. Hast du den versteckten Ort gefunden? Es war eine Schmiede. Aber es war auch noch mehr. Ja. Es ist die Ruhestätte der Maya-Königin Abarani, der ersten Wächterin von Kuvakyaku. Sie baute die Schmiede als Artefakt mit großer Macht. Welches Artefakt? Ich weiß es nicht. Mariana sagte, was dort geboren wurde, wäre längst verloren. Aber die Nachricht darin würde ewig weiter existieren. Es war eine Nachricht der Hoffnung für die Zukunft. Wenn du das alles wusstest, warum hast du nichts gesagt? Tut mir leid. Ich habe es Mariana versprochen. Und? Soll ich jetzt plötzlich akzeptieren, dass ich eine Maya bin? Aber Ranis Blutlinie wurde über die Jahrhunderte verwässert, aber du bist ihre Nachfahrin. Und was bedeutet das? Du bist eine Wächterin, Abigail. Wie Mariana und ihre Mutter vor ihr. Bis zurück in die Zeit von Abarani. Ich kann keine Wächterin sein. Ich habe hier Verpflichtungen. Du beschützt dieses Dorf seit Jahren. Hast du das nie irgendwie gewusst? Es irgendwie gespürt? Jetzt bist du die Bewahrerin der Geschichte. Das hat Oma immer gesagt, dass sie seine Geschichte bewahren muss. Sicher bewahren. Sie sagte, sie würde mir eines Tages zeigen, wo es ist. Und dann würde ich seine Bewahrerin werden. Sie hat ihr Versprechen nicht vergessen. Sie hatte nur einen anderen Weg, es dir zu zeigen. Das sieht ihr ähnlich, nicht wahr? Sie konnte es mir nicht sagen. Sie musste eine Schatzsuche daraus machen. Ich habe deine Großmutter geliebt wie meine eigene Schwester. Aber manchmal war sie eine große Nervensäge. Abby, ich glaube, ich lasse euch beide jetzt alleine weiterreden. Klingt, als hättet ihr einiges nachzuholen. Danke, Lara. Hier, ich möchte, dass du das nimmst, für deine Hilfe. Und bevor du irgendwas sagst, es ist ein Brauch. Du kannst nicht ablehnen. Danke. Okay. Noch eine neue Knarre. Und Klamotten. Und eine Trophäe. Geborene Erbin. Alles klar. Wo ist das nächste Lagerfeuer? Muss ich mir noch gleich mal angucken. Was wir da Schönes bekommen haben. Hier drüben war eins. Am Fluss. Welches war es denn? Oder war es ein komplettes Outfit? Das war's doch. Brauchen länger zum Entdecken. Gewährt Bonus für Lautlos-Kills. Finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, und welche Knarre war das? Muss die hier sein. Okay, können wir aber nicht aufleveln. Ja gut,
Gucken wir mal kurz auf die Map. Hier scheint nichts mehr zu sein, oder? Ich sehe nichts Grünes. Grün ist ja Nebenmission. Okay, ich laufe noch einmal kurz durch und gucke, ob ich was finde. Das sieht mir aber echt nicht danach aus. Dann haben wir hier nämlich alles erledigt. Das wäre eigentlich ganz nice. Da hinten ist noch eine Kiste. Her damit. Lecker Müllhalde. Da sehe ich noch was. Okay, die Omi leuchtet aber immer noch grün. Aber die können wir nicht mehr anlabern. Also gehe ich mal davon aus, dass es erledigt ist. Ist ja doof, dass es immer noch dann grün blinkt. Finde ich blöd. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier nochmal kurz einmal durch. Hier ist nichts. Das ist nur normal Palaver. Da hinten ist auch nichts. Okay, dann gehen wir noch kurz zum Händler und gucken, ob der noch was vielleicht Neues im Angebot hat. Glaube ich zwar nicht, aber... Bist du an einem Handel interessiert? Wie geht's denn so? Gefällt dir irgendwas? Nee, mir gefällt nichts. Okay, der hat nichts. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. Okay, dann würde ich jetzt sagen, mache ich hier den Cut. Und dann treffen wir uns in diesem anderen Dorf im nächsten Part wieder. Schauen wir mal, ob wir da noch Nebenaufgaben zu erledigen haben. Also, würde ich sagen, bis dahin und bye bye.